Willkommen. Dieses Video zeigt Ihnen, welche Rolle Medien für die Gesellschaft sowie für Lehren und Lernen nach Rogers haben können. Carl Rogers hat in einer Zeit gelebt, die für den Siegeszug der Massenmedien bekannt ist. Hörfunk, Film und Fernsehen wurden für ein breites Publikum zugänglich gemacht. Trotz dieser starken Veränderungen waren die Auswirkungen von klassischen Massenmedien und die damit verbundenen gesellschaftlichen Veränderungen kein dominantes Thema für Rogers. Das lag sicher daran, dass sich Rogers nicht eingehend mit medienwissenschaftlichen Fragestellungen auseinandergesetzt hat, aber auch an seinem besonderen Fokus auf den persönlichen Beziehungen zwischen Therapeut und Klient, als auch zwischen Facilitatorin und Facilitator und Lernenden. Bei Rogers stand also die Kommunikation unter Anwesenden im Mittelpunkt. Dieser Fokus auf die persönliche Beziehung und auf Kommunikation unter Anwesenden ließen das Thema Medien hauptsächlich mittels folgender Frage diskutieren. Welche Möglichkeiten und welche Gefahren können Medien in der Kommunikation unter Anwesenden und in persönlichen Beziehungen mit sich bringen? Ein wichtiger Aspekt zur Diskussion dieser Frage sind Medien als Hilfsquellen zur Förderung von Lernen. Dazu meint Rogers, dass sich Lehrende darauf konzentrieren sollen, alle möglichen Hilfsquellen zu beschaffen. Solche Hilfsquellen können zum Beispiel Medien wie Bücher, Zeitungen, Filme und Aufzeichnungen sein. Wichtig dabei ist, dass diese Hilfsmittel Lernen durch Erfahrung ermöglichen und gleichzeitig für die Bedürfnisse der Lernenden relevant sind. Es reicht aber nicht, die medialen Hilfsquellen bereitzustellen. Es ist vielmehr erforderlich, die Hilfsquellen wirklich verfügbar zu machen. Das heißt, dass Lehrende sich darum bemühen sollen, die psychologischen und praktischen Schritte durchzudenken und zu vereinfachen, sodass die Lernenden die medialen Hilfsquellen tatsächlich benutzen können. Medien können neben ihrem Dasein als Hilfsquelle auch eine Frage oder ein Problem als Ausgangspunkt für Lernen in Freiheit darstellen. Rogers verwendet hier das Beispiel eines jungen Mannes, der Probleme mit dem Bau eines HiFi-Geräts hat. Hier stellt ein technisches Mediengerät das als real wahrgenommene Problem des Lernenden dar, auf dem Facilitatoren und Facilitatorinnen aufbauen können. Ein anderes, etwas aktuelleres Beispiel könnte der Umgang mit sozialen Netzwerken als reales Problem von Lernenden sein. Viele Jugendliche finden sich mit der Vielzahl an sozialen Kontakten oder mit dem Aufkommen von Cybermobbing nur schwer zurecht. Dieses reale Problem, das durch neue Medientechnologien entstehen kann, kann Ausgangspunkt für Lernen in Freiheit sein. So sind Lernende mit einem Problem konfrontiert, das Sinn und Relevanz für sie hat. Diese reale Konfrontation mit derartigen Problemen und Fragen beschreibt Rogers als notwendige Bedingung für Lernen in Freiheit. Neben diesen Aspekten in Bezug auf klassische Medien weckt das Aufkommen von Computertechnologie und die damit verbundenen Möglichkeiten von Lernprogrammen Rogers Interesse. Lernprogramme arbeiten auf Basis programmierter Instruktion, die wiederum aus den Entwicklungen und der Theorie des operanten Konditionierens entstand. Diese aus der behavioristischen Perspektive entstandene Theorie steht Rogers eher skeptisch gegenüber. Die vielfältige Anwendbarkeit der programmierten Unterweisung hat Rogers jedoch sehr spannend gefunden. Lernprogramme können potenziell auf alles Lernen angewendet oder als ein neues und sehr nützliches Werkzeug bei der Förderung des Lernens angesehen werden. Rogers hat in einer Zeit gelebt, in der Massenmedien immer zugänglicher wurden. Sein Fokus galt jedoch der Rolle von Medien in persönlichen Beziehungen und zur Förderung von Lernen. Dabei sind Medien wie Bücher, Aufzeichnungen, Filme vor allem Hilfsmittel, die Lernen fördern können, wenn sie gut aufbereitet und vereinfacht zur Verfügung gestellt werden. Besondere Aufmerksamkeit hat Rogers Lernprogrammen gewidmet. Trotz seiner Skepsis in Bezug auf die theoretischen Hintergründe der programmierten Unterweisung hat er sich mit den praktischen Anwendungsgebieten und didaktischen Möglichkeiten von Lernprogrammen beschäftigt. Sie haben gesehen, dass Rogers trotz seines Fokus auf Kommunikation unter Anwesenden und persönlichen Beziehungen einige wichtige Aspekte des Einsatzes von Medien zur Förderung von Lernen diskutiert. Die intensive Kommunikation zwischen allen Teilnehmenden ist laut Rogers essentiell für die Orientierung an den aktuellen Bedürfnissen der Beteiligten. Obwohl Lernmanagementsysteme und soziale Web-Applikationen zu Rogers Lebzeiten noch keine Hochkonjunktur erlebt haben, sind seine Konzepte zum Einsatz von Medien gerade unter den diesen neuen Bedingungen von Lehren und Lernen hochaktuell. Kommunikation unter Lernenden und mit Lehrenden kann gerade durch Medienvermittlung gestärkt und intensiviert werden.
In dieser Hinsicht kann zum Beispiel ein Lernmanagementsystem durch Funktionen wie Diskussionsforen, Gruppenbereiche, Chats, Live-Meetings, E-Mail-Listen, Wiki-Editoren usw. so die Kommunikation unter Anwesenden ergänzen. Die Ergebnisse aus Präsenztreffen können mithilfe neuer Medien festgehalten und verteilt werden und somit neuen Diskussionen und Kommunikation zwischen Lernenden fördern.